Ich glaube nicht, dass die rechtsextremen Parteien so stark sind, dass sie andere Parteien zwingen, ihre Position zu übernehmen. Was man aber schon gesehen hat, ist, dass manche der klassischen Parteien sich immer wieder haben treiben lassen von rechtskonservativen Parteien, vor allem wenn es um das Thema Flüchtlinge ging. Also, dass wir auf einmal darüber geredet haben, dass Migration jetzt ein Sicherheitsthema ist, was für mich eigentlich vor allem ein soziales Thema ist. Und ich finde es schade, dass sich die klassischen Parteien so haben treiben lassen. Ich glaube aber, dass man dem sehr gut widerstehen kann. Und für mich ist ein zentrales Beispiel die Debatte um die Europäische Union. Gerade die AfD, die ja eine deutsche rechtskonservative Partei ist, hat sehr lange auch in ihrem Parteiprogramm den Dexit, also den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, stehen gehabt. Und dann hat man gesehen, was in Großbritannien passiert und auch, dass keine anderen Parteien auf diese Forderung eingegangen ist. Und von dem Dexit war in Deutschland schon sehr lange nicht mehr die Rede. Insofern zeigt das Beispiel doch, wie gut man dem eigentlich widerstehen kann. Und ich würde mir wünschen, mehr Parteien und auch mehr Politikerinnen würden genau das tun.